bitte klingeln, ja, dass der Service Bescheid weiß, dass ja, das Essen kommt. Ein Team stelle ich mir eigentlich ein bisschen anders vor. Jessie, wir wollen dir helfen. Zucker rein. Ja. Ja. Meine Kraft und meine Energien sind fast zu Ende, weil auf Dauer funktioniert das so. Man muss schon ein Team haben, das hinter einem steht. Einmal Pommes brauche ich ja, zum Kinderschnitzel, danke. Ja. Und bitte klingeln, dass der Service kommt. Ja. Danke. Ein Team stelle ich mir eigentlich ein bisschen anders vor. Da bin ich eben ein bisschen langsamer. Und das hat sie nicht so gern. Ja, einen Moment bitte. Ich habe ein Telefon für dich. Kami? Ach so, das ist ja super prickelnd und das fällt da gerade nur jetzt in, oder wie? Und von daher denke ich, ist auch besser, wenn dann der Fall so ist, du nicht mehr erscheinst und gehe ich davon aus, dann hat es sich erledigt von meiner Seite genauso. Ja, die Bedienung, die hier war, hat mir gerade jetzt kurzfristig aufgehört. Nur gerade so. Ja. Die Warnschenke, jawohl. Schnitzel scheint ein großes Thema zu sein. Gut bürgerliche Küche, ja, also ob es gut ist oder schlecht bürgerlich, wenn jetzt man nicht rauskommt. Jetzt haben wir da so viel Schnitzel und da gibt es sogar einen Schnitzeltag, oder wie? Grüß dich. Ich begrüße euch. Hi. Hallo. Wir begrüßen dich, ich bin der Martin. Hallo. Hallo, hier ist der Mike. Das ist der Mike, unser neuer Kollege. Ja. Und wir sind da, weil du uns gerufen hast und richtig, weil wir Mörderhunger haben. Die Karte sieht so ein bisschen nach Vereinsheim aus, gell? Sind wir beim Italiener, oder was? Du bist dabei. Das ist auf die Karte. Das ist eine Reise um die Welt. Von Hawaii nach Italien, zurück ins Schwabenländle. Aber um Saarland eine große Kurve. So, Tellern, Falschmann, Pommes hängen. Auf. Sag mal, wenn mehrere Bons reinkommen, ne? Dann ist es ein bisschen hektisch. Mama. Kannst du das Bolognese-Schnitzel schon anrichten? Gib schon mal die Brokkoli raus, die Kartoffeln können raus, lass die nur noch hängen, die sind noch nicht okay. Hallo, wo sind die Erdbeeren im Teller zum Steak? Frühlinghammer, hallo. Also wenn sie manchmal ein bisschen so hevelig ist und dann geht sie eben schon auf den Keks. Hier, alles was die Menschheit nicht braucht, auf einem Teller serviert, das verkaufe ich dir sogar noch für einen Euro. 1,50, kleine bunte Fruchtmischung, das war auf meinem Teller. Es geht so in Müll. Ich kann mich immer wieder aufregen. Warum denn eine scheiß Erdbeere? Es ist einfach Schmarrn, Salat auf den Teller zu legen, wo die warme Soße reinläuft. Das ist Missbrauch von Lebensmitteln. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, das sieht eigentlich ganz geil aus. Das ist jetzt ein... Sieht aus wie ein Vulkanausbruch. Ist das riesig? Wahnsinn. Tut mir leid, Mike, du hast die Karte gezogen. Die Arschkarte, ne? Super. Es schmeckt grausig, ist riesig, mit Käse überbacken, das kann kein Mensch essen. Das muss man jetzt mal festhalten. Wir haben ein top gegartes Steak, Gemüse auf den Punkt, Fisch auf den Punkt, was ja eigentlich in den seltensten Fällen der Fall ist. Aber die komplette Leidenschaft und der Pfiff und die Liebe und all das, das fehlt mir halt total. Ja. Jeder, der hier vorbeifährt, geht ja einmal essen und da kommt nie wieder, weil sie sich daran erinnern kann, weil einfach der Pep gefehlt hat. Ihr fehlt einfach die Finesse. Ich glaube, sie radelt einfach ihr Ding runter. Aber jetzt muss ich dich echt was fragen. Also ich bin da, ich habe gesagt, ich muss als erstes was fragen. Ja. Was war das? Bolognese-Schnitzel. Bolognese-Schnitzel? Mhm. Wird das oft bestellt? Ja, am Schnitzeltag schon. Echt? Ja. Und wollen die Leute so einen Berg von Essen haben? Ist das hier so typisch in der Region? Nee, ich weiß, dass zum Teil die Portionen zu groß sind. Voll der Reinfall. Also ich konnte wirklich, nee, konnte ich nicht essen. Ich denke, in der Hinsicht schnitzelmäßig und kartenmäßig wird sich sowieso was tun. Und
Und da liegt wie viel Cent? Naja, 40 Cent oder was? Bestimmt. Bestimmt 40, ja. Zwischen 40 und 60. 40, 50 Cent liegt da rum. Ne? Und wohin? Pass mal auf, ich zeig dir das. Schau mal, mach das doch einfach. Mach das doch mal vorher, oder? Ja, gleich rein. Zack, das ist dasselbe. Oder gleich weglassen. Das ist vielleicht besser. Ja. Es war zwar ein bisschen hart, vielleicht für die Kerstin das zu sehen, aber ich wollte das einfach direkt mal zeigen. Ich denke, das ist auch für meine Mutter hart, also sich die Tatsachen wirklich anzuhören. Und es war schon gut, dass ihr wirklich jemand das mal vor die Augen stellt. Schon sehr ernüchternd, aber das ist positiv für mich rübergekommen. Gut geschlafen? Ja. Räumen wir hier komplett ab. Wir brauchen eine Löffelbatterie, wir brauchen einen Eimer, wo wir ein paar Kellen reinmachen können. Und das brauchen wir auch nicht. Das sind so super Arbeitstische, hier kann man einmal drüber wischen, dann ist das erledigt. Und wenn man sowas hat, einfach so ein Gefäß, Öl braucht man doch nicht hier, brauchst eher da am Herd, oder? Ja, aber da habe ich ja keine Abstellfläche. Da werde ich eine schaffen, das zeige ich dir. Ich zeige dir eins? Ja. Du machst es nach. Okay. Erst so, damit beide Hände arbeiten. Und eine Rolle machen. Jetzt machst du die Rolle und dann setzt du die erstmal so auf die Verschlussseite, dass sie so erstmal sitzen kann. Ne? Ja. Jetzt müssen wir die Teile panieren. Ja. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier so ein bisschen sensibel mit dem Ding umgehen und dass wir es doppelt panieren. Ja. Weil wir haben ja diese Füllung und der Käse wird ja irgendwann mal anfangen zu schmelzen. Du könntest mir helfen, Eier aufschlagen? Ja. So, und jetzt überlegen wir weiter. Wir brauchen Milch und Sahne. Liter Milch, geh mal rein. Mhm. Darf ich dir das geben? Ja. Okay. Die Barbara hat gesagt, sie hilft mir, sie macht da mit, sie gibt Vollgas. Schauen, sie lacht immer noch. Gell? Geht ihr gut? War viel Arbeit, viel zu schneiden, zu putzen, zu waschen. Aber es hat Spaß gemacht. Wichtig ist, dass wir immer kosten. Ja, frischen Löffel, sauberen Löffel und immer kosten. Ja. Naschen ist einfach ein Muss in der Küche. Ja. Schauen wir mal, ob wir genug Salz, Pfeffer, Muskat dran haben. Salz wird noch fehlen. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben den Lauch schon gerührt. Ja. Und jetzt würde ich lieber vorsichtig mit der Würze umgehen. Und nachher noch mal im Ganzen. Okay? Gut, dann haben wir das. Dann ist die Royal-Masse fertig. Zucker rein. Ja. Yeah, Zucker rein. Zucker rein. Zucker rein. Zucker rein. Was wieder? Ja. 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 Und dann noch hinterher. Nee, wirklich. So, jetzt hören wir auf. Mal weiter. Frau Schulze, kann ich bitte einmal Küchenrolle haben? Ja. Ja, ne? Das ist in einem so drin. Das ist jetzt wirklich eine Trainingssache, das muss man abstellen. Ich bin dabei. Kein Problem, das ist eine ganz andere Aussage als dieses da war, hi. Und Frau Schulze hatte auch so geantwortet und dann mussten wir alle lachen. Und ich habe dann zwar mitgelacht, aber ich habe mir dann schon meine Gedanken gemacht, weil dann habe ich erst mal gemerkt, wie das manchmal rüberkommt. Und das hat mir gar nicht gefallen. Kerstin kann entspannter arbeiten. Wenn die weiß, da draußen läuft alles, du brauchst ja keine Sorgen zu machen. Tada! Was fällt dir auf, Kerstin? Schön, oder? Kerstin, wir haben eigentlich gar nicht viel gemacht. Wir haben hier nur ein bisschen Ruhe reingebracht. Ja? Überraschung ist gelungen. Gefällt mir sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es erstens so schön wird und dass sich zweitens sich so darüber freut. Jetzt besprechen wir kurz, heute Abend kommt die beiden auch noch mal bitte. Bist du auch im Service? Ja. Okay, dann seid ihr vier. Du leitest das Ganze natürlich heute so zum ersten Mal. Ja. Ja. Die Dame hat das Ganze gelernt, also was sie sagt, ist Gesetz. Und dann natürlich heute, Kerstin, ganz wichtig, dass du heute Abend wirklich bei uns in der Küche bleibst. Ja. Natürlich. Und dass du jetzt auch in deinem Herzen diesen äußeren Bereich abgibst. Kannst du das
fallen lassen, abgeben, vertrauen. Ja, sicher. Klappt, oder? Ja, sicher. Du bist die Köchin hier drin. Da ist mir auch ein Riesenstein von mir gefallen, an Belast, weil ich wusste, es passt unten und wir kümmern uns um die Küche und unten läuft es auch. Ja, ich bin also motiviert, ich bin sehr gut drauf, ja. Und es geht richtig heftig los, aber wir sind enorm gestärkt. Also die Idee mit der Küchensafari hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ich am Anfang gar nicht wusste, was es war. Aber wie ich dann mitbekommen habe, was es ist, fand ich auch eine sehr gute Idee. So, wir können dann in die Küche. Kommen Sie mit. Hallo. Herzlich. So, ein Teller zu mir, ein Teller zu Martin, bitte. Oh. Herzlich willkommen in der Küche. Hallo, also, guten Abend. Ja. Jetzt weißt du, was? Ich arbeite jetzt für dich und du erklärst deinen Gästen, was du da machst. Hier haben wir eine Quiche Lorraine mit Kartoffelsalat und auf der anderen Seite ein Rösti bzw. Kartoffelküchelchen mit Endiviensalat und einem selbstgebeizten Saibling. Durch Kerstins Ansage ist bei uns der Knoten geplatzt und in dem Moment war ich einfach stolz auf die Kerstin. Als die Bude brechend voll war, hat sie es wirklich gut gemacht, das muss man auch wirklich sagen. Sie hatte heute Abend auch richtig Spaß gehabt bei der Arbeit. Sie hat nämlich echt ein richtig schönes Grinsen auf dem Backen gehabt. Bei uns gibt's Bärlauchkartoffelstampf mit einer Gemüsevinaigrette und Froschschenkeln. Das ist so mit so viel Liebe gemacht von uns allen hier. Also, bitte schön. Ich wünsche euch den allerbesten Appetit. Ja. Küche schnuppern zu dürfen, ist auf jeden Fall ja, ein ganz tolles Erlebnis und das Essen ist wirklich fantastisch. Ich habe eben schon gesagt, dass ich bei einem größeren Busreiseveranstalter hier in der Region arbeite. Ja. Und wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht mit der einen oder anderen Seniorengruppe oder Tagesausflugsgruppe mal bei Ihnen vorbeischauen könnten. Also es war wirklich super gut. Vielen lieben Dank. Freut mich sehr. Wir werden Sie auf jeden Fall weiter. Auch danke schön. Vielleicht schöner Zusammenarbeit. Ja. Das wäre doch prima. Weiterhin gutem Essen. Ja, sicher. Das wäre doch super. Es ist so eine tolle Resonanz, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war wie überrumpelt. Ich hoffe, euch hat es geschmeckt. Es war für uns eine erste Erfahrung in saarländischer Küche. Danke nochmal fürs Coaching. Ja. Ja. Wir haben mit der Kerstin einen kleinen Aufbaukurs gemacht zum Thema innere Stärke. Und als allererstes, weil du hast auch heute gemerkt, dass du da noch ganz viel an dir üben musst, ja, möchten wir dir von uns mitgeben einen Gutschein über ein einmonatiges kostenfreies Training beim Karl-Heinz in seiner Wing Zung-Schule. Super. Ich glaube, dass wir nach Hause fahren und wirklich das Gefühl haben, hey, Kerstin Kami, die gibt jetzt Gas, die versucht's und die will's. Ich denke, wir haben nicht nur die Leidenschaft, die sie erweckt für den ganzen Beruf, sondern ich glaube, wir haben auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Sie wird sich jetzt mit Sicherheit alle Beine ausreißen, um hier mit der Warnschenke irgendwie einfach noch den Absprung zu schaffen, dass sie nämlich hier ein erfolgreiches Unternehmen führen kann. Ich bin stolz drauf, dass ich einen Arsch in der Hose hatte und dass ich es gemacht habe. Wer Lust hat, kann er gerne mitmachen. Denn die Kochprofis sind... Ja!